Hallöchen, ist wieder euer Ziegelstein 21 zurück mit einem neuen Technikvideo und heute möchte ich euch vorstellen, welches kleine Gadget hier in dieser kleinen süßen Tasche hier drin ist, das mich jetzt hoffentlich durch die nächsten Wochen in der Schule begleiten wird. Am Anfang möchte ich euch eine kleine Vorgeschichte erzählen, warum ich mir dieses Teil hier überhaupt gekauft habe. Und zwar habe ich derzeit ziemlich viele Präsentationen in der Schule, zum Beispiel auch wegen der W-Seminararbeit. Und da habe ich es ziemlich lästig empfunden, immer zur Tastatur hinzugehen und eine Taste zu drücken, damit die PowerPoint-Folie weiterläuft. Und man verliert euch den Kontakt zu den Zuschauern bzw. Zuhörern. Und dafür habe ich dieses Gerät hier gekauft. Wir machen mal ganz kurz das Säckchen hier auf und lassen das Gerät raus. Ihr seht schon, Logitech, der R400 Wireless Presenter, den werden wir uns in diesem kurzen Review jetzt mal anschauen. Und ich habe auch schon einen Erfahrungsbericht, weil das Teil mich auch schon begleitet hat auf ein Referat. Das alles seht ihr jetzt gleich. Jetzt schauen wir uns das Teil mal genauer an. Autofokus? Ja, fast. Perfekt. Und da fällt natürlich auf an der Seite erstmal der On- und Off-Schalter, der das Gerät an- bzw. ausschaltet und auch als Sicherung für den Laserpointer dient. Denn wenn der Schalter hier auf Off ist, dann geht auch der Laserpointer nicht aus Versehen in der Tasche an. Ansonsten unter dem kleinen Deckel an der Rückseite hier sind die zwei AAA-Batterien verbaut, die hoffentlich lange halten sollen. Ich habe aber bisher noch keinen Referenzwert dazu. Ansonsten an der Unterseite hier findet ihr den Receiver, um das Teil mit dem PC zu verbinden. 2,4 GHz Technologie sollte ungefähr eine Reichweite von 15 Meter haben. Das Teil schauen wir uns gleich nochmal an, wie gut das funktioniert, beziehungsweise stecken wir mal in mein Notebook rein. Was mir direkt aufgefallen ist, dass dieses Teil doch eigentlich relativ groß ist. Ich meine, manche Leute werden sich gerade vorstellen, so ein Receiver von der Tastatur, der ungefähr so groß ist. Und das hier ist schon eine Nummer. Aber ist natürlich auch gut versteckt hier unten in diesem Loch drin. Das heißt, es fällt gar nicht auf, wenn das Teil drin ist oder hier fehlt. Dann kommen wir zu den vielen verschiedenen Knöpfen hier. Ganz unten rechts, wenn ihr den Knopf hier betätigt, dann wird das Bild schwarz. Ist, finde ich, ab und zu mal sinnvoll, wenn man gerade die Aufmerksamkeit von der Folie wieder auf sich selber richten möchte. Unten links in der Ecke könnt ihr die Präsentation starten bzw. abbrechen und wieder von neu beginnen. Die zwei Pfeiltasten, da könnt ihr die Folien bzw. Animationen vor- und zurückschalten. Der rote Knopf ist der Laserpointer, der für meine Verhältnisse, finde ich, ziemlich hell ist, natürlich in Rot. Und hier oben seht ihr zwei Status-LEDs. Die eine hier symbolisiert, ob das Teil noch voll ist, mit grün. Und wahrscheinlich, wenn das Teil leer ist, wird die Batterie rot leuchten. Und hier vorne seht ihr nochmal eine LED. Und zwar, wenn ihr den Laserpointer aktiviert habt, dann leuchtet hier auch nochmal die Lampe, die euch sagt, Achtung, ihr habt den Laserpointer an. Das können wir mal ganz kurz testen. Und zwar, ich drücke mal kurz den Laserpointer und ihr seht, es passiert überhaupt gar nichts. Dafür müsst ihr erst anschalten. Dafür gehe ich mal kurz ein bisschen näher an die Kamera ran. So, ihr seht schon, das Teil leuchtet grün. Das heißt, ihr seid ready to go. Und wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr schon, dass die LED vorne rot leuchtet. Und dann könnt ihr auch den Laserpointer bedienen, der hier unter diesem Schutzabdeckung hier versteckt ist. Und wenn ihr fertig seid, schaltet das Ganze wieder aus. Verarbeitungstechnisch muss ich sagen, ist das Teil auch ziemlich gut verarbeitet. Die Ränder hier nerven nicht, sind ganz gut abgerundet worden und das Teil liegt mit seinen 60 Gramm ziemlich gut in der Hand. Und auch durch diesen Punkt hier oben, diesen kleinen Plastikpunkt und diese Einsparungen hier kann man die Knöpfe sogar blind ertasten. Ich meine, klar, man braucht ab und zu mal ein bisschen Erfahrung. Das heißt, man muss es schon zweimal benutzt haben oder so in der Präsentation. Aber dann funktioniert das Ganze relativ blind schon. Und ich meine, dafür ist es ja auch da, dass man den Knöpfe nicht immer schauen muss, wo ist jetzt vor und wo ist zurück. So, jetzt hat es die Sonne doch noch gnädig mit mir gemeint. Schreibt mir gerade genau ins Gesicht. Zur Verarbeitung wollte ich nämlich noch sagen, hier, wie sieht es mit der Griffigkeit aus? Ich finde diese kleinen Löcher hier hinten, die fühlen sich so ganz relativ gut an in der Hand, wenn man das Teil so hält. Es fühlt sich auch leicht gummiert an, auch wenn das Ganze natürlich hauptsächlich Plastik ist.
Könnte aber sogar noch griffiger sein als jetzt, aber ich bin trotzdem relativ zufrieden so. Im Lieferumfang waren natürlich neben dem Presenter nicht nur die Batterien und diese relativ gut verarbeitete Transporttasche, sondern es gab auch noch eine Quick Start Anleitung. Zusammengefasst, ich habe sie nicht durchgelesen und ich weiß trotzdem, wie man dieses Gerät benutzt. Also ist wie eine normale Quick Start Anleitung, da stehen ein paar Sachen drin, aber man arbeitet sich ziemlich schnell mit dem Gerät ein. Von daher bin ich eigentlich relativ zufrieden. Wir haben jetzt das Teil hier, den USB-Stick, einmal reingesteckt. Das ist ganz einfach. Beim ersten Mal, man steckt den USB-Stick einmal in den PC rein, dann kommt eine Meldung, Gerät wird eingerichtet. Und dann sollte nach spätestens 30 Sekunden das Teil einsatzbereit sein. Und so funktionieren, wie ihr euch das vorstellt. Ich habe das schon auch im Schul-PC probiert. Da hat es keine Probleme gegeben mit Administratorrechten oder sowas. Und an meinem PC, am Notebook hat es auch immer funktioniert. Also in der Hinsicht muss ich sagen, bin ich auch sehr zufrieden. Jetzt testen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Hier ist der Presenter und ich habe hier einfach mal spaßeshalber irgendeine kurze Testseite gemacht. Wir fangen mal an mit dem Knopf hier unten, der die Präsentation starten soll. Zack, und schon hat es funktioniert. Also wie gesagt, und wenn ich nochmal drauf drücke, genau, beendet er die Präsentation direkt wieder. Aber wenn ich jetzt wieder drauf drücke, startet er die Präsentation. Dann haben wir das mit dem schwarzen Bildschirm. Er drückt einmal drauf und schon ist das Bild schwarz. Und dann drückt er drauf und ist er wieder auf der Seite 1. Jetzt könnt ihr mit den Knöpfen hier praktisch zwischen den verschiedenen Folien hin und her switchen. Das funktioniert auch mit Animationen in Folien, also ihr klickt dann immer eine weiter und eine zurück und ihr könnt damit, wenn ihr es schneller drückt, auch die Animationen notfalls überspringen. Das war es eigentlich schon. Wie gesagt, jetzt habt ihr noch den Laserpointer, den man ziemlich schlecht sieht auf dem Video, doch man sieht ihn so ein bisschen. Und wie gesagt, wenn ihr es nicht mehr braucht, schaltet das Teil aus. Wie gewohnt gibt es am Ende noch ein kleines Fazit zu dem Teil, das ich mir hier gekauft habe. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei ca. 50 Euro. Ich habe das Teil letzte Woche gekauft für 30 Euro bei Amazon. Und für den Preis muss ich sagen, ist es ein ziemlich guter Begleiter, der mich jetzt hoffentlich durch die nächsten Referate und Präsentationen in der Schule begleiten wird. Wer was Höherwertiges möchte, der kann sich auch bei Logitech mal umschauen. Die haben dann Teile, die mit Bluetooth funktionieren, aber natürlich auch deutlich teurer sind und auch andere Funktionen bieten. Wie gesagt, ich habe ein Teil gebraucht, das einfach einfach ist. Und bisher bin ich ziemlich zufrieden mit dem Teil hier. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben jetzt und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.